Ja, Steffi Stahl, Bestseller-Autorin, eine meiner Mentorinnen, unbekannt. Ich habe ihre Bücher verschlungen. Bei mir im Podcast, im YouTube-Video. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Hallo Christian, ich freue mich so sehr, heute mit dir das Gespräch zu führen, weil wir kennen uns ja auch aus anderen zusammen. Ja, genau. Und ich habe dein erstes Buch auch gelesen. Ich zitiere dich da ganz oft, weil das Geniale finde ich bei dir, diese Unterscheidung zwischen Standards und Dealbreakern, wie du immer sagst. Ja. Und was ich so richtig cool fand, wenn du eben schreibst, mit den Beziehungsstandards, setze deine Standards fest, weil dann, und das finde ich genial, ist das völlig egal, ob der andere jetzt bindungshemmend, ein Narzisst ist oder einfach nicht genügend auf dich steht, er erfüllt deine Standards nicht und damit geht es eben nicht. Und damit bleibt man so herrlich bei sich, damit bewahrt man so diese Kontrolle. Und das finde ich super. Also ich zitiere dich da auch wirklich auch mal wieder gerne. Das zitieren wir uns ja beide immer wieder gerne. Also ich auch. Du hast einfach so den Grundstein gelegt damit mit deinen Büchern über Bindungsangst. Das gab es ja früher, glaube ich, überhaupt nicht in Deutschland. Und das ist ja der Hammer, ne? Wie ist das denn eigentlich gekommen, dass du so bekannt geworden bist dann, ne? Also die ersten Bücher war ja, glaube ich, noch so ein bisschen ruhiger alles, ne? Wie kam dann dieser Switch dann auf dieses... Es war schon ein langer Weg, weil ich habe ja angefangen beim kleinen Verlag damals in Hamburg und weil es als Erstautorin ist auch ganz schwer, überhaupt an einen großen Verlag zu kommen. Ich würde auch nie mal diesen Alleingang machen. Ich würde mir jetzt immer einen Buchagenten oder eine Buchagentin dazu holen. Das war damals auch echt viel Naivität. Ja. Dann war ich stinkig, dass die großen Verlage zum Teil, die gucken noch nicht mehr rein in so ein Manuskript. Und dann war ich dem kleinen Verlag Ellerton Richter dankbar und dann war ich stur, dann bin ich bei denen geblieben, obwohl große Verlage mir Angebote gemacht haben, war die nächste große Naivität. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich zum großen Verlag gewechselt bin und da hast du schon eine andere Vertriebspower dahinter. Und dieser Titel, Das Kind in dir müsste Heimat finden, war dann einfach auch irgendwie so ein Schlager, muss man sagen. Also das ging sehr schnell rund durch Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, und dann folgten ja noch weitere Bücher. Genau. Sehr schön, ne? Ja, aber es war nicht von heute auf morgen. Also es war für mich schon so typisch Steinbock, sagt man ja immer, so ein langer, mühsamer bisschen so ein Weg. Ja, und du hast ja eben in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass du jetzt auch gerade wieder ein Buch schreibst. Willst du da noch ein paar Takte zu sagen, was das für ein Buch wird? Ja, das ist wieder so ein grausam, anspruchsvolles Projekt, echt wirklich meistens Angst, morgens das Manuskript zu öffnen, weil mich das selber so ein bisschen erschlägt. Ich möchte wirklich gern den Bauplan der Psyche erklären. So, und wenn der irgendwo schon schwarz auf weiß komplett erklärt wäre, dann wäre das ein bisschen leichter, aber es gibt ja doch viele psychologische Modelle und Theorien. Insofern ist das auch wieder ein gutes Stück innovative Arbeit und Big Challenge. Aber irgendwie ist es auch cool, weil ich selbst dann immer auch sehr viel darüber lerne. Wow, da werden sich alle drauf freuen, auf das Buch. Was ich dich mal fragen wollte, ist, es wird ja gerade immer so diese Narzissten, sag ich jetzt mal so, Sau durchs Dorf getrieben, was hält, also alle sind Narzissten, alle sind dies, alle sind das, alle sind böse, was hältst du so davon? Ist das hilfreich, bringt das irgendwas oder wie siehst du das? Also sagen wir mal so, ich meine, die wirklich narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist ja mal gar nicht so oft. Genau. Ja, also, da muss man ja wirklich jetzt mal klinisch unterscheiden, habe ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder habe ich einen Menschen mit narzisstischen Einschlägen. Und dann ist es eben immer sehr schwierig, zwischen persönlicher Kränkung zu unterscheiden, na, wo ich ganz furchtbar gekränkt bin, weil jemand mich nicht haben will. Und dem zu unterscheiden, wo ich auch korrekterweise sage, okay, das gehört nicht zu mir, da hat der andere wirklich ein Riesenproblem und nicht ich. Ne? Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, auch gerade so, ich sag mal so, für betroffene Laien und diese toxische Beziehung, das gehört ja dazu. Das ist ja auch so ein Lager jetzt angefangen, oder? Kam, glaube ich, aus Amerika hierher, aus den USA. Und inzwischen ist alles toxisch. Das ist Wahnsinn, was der Begriff für einen Aufschwung genommen hat. Aber da muss man schon differenziert hinhauen. Das Wichtigste ist ja immer, denke ich, dass man für sich klarkriegt, was ist mein eigener Anteil an der Sache. Also den kann ich ja wirklich verändern. Und wenn es der eigene Anteil ist, der uns ja auch mit unseren Klienten häufig begegnet,
also uns jetzt, uns Psychotherapeuten, dir und mir und so weiter, ist, dass man eigentlich ziemlich genau weiß, dass der andere einem nicht gut tut, aber sich trotzdem nicht lösen kann, ja. Ja, wo wir wieder bei den Standards und Dealbreakern sind, ne? Genau, den No-Gos, genau. Ja, das ist, finde ich, auch einfach, das ist eigentlich runterbrechen einfach, was heißt einfach, ist natürlich nicht einfach, aber gucken, ist das wirklich die Art von Beziehung, die ich führen will, ne? Mit diesen ganzen komischen Wendungen, die es da gibt und ja. Ich glaube, eines der Hauptprobleme in diesen Beziehungen ist halt, wenn du da richtig verstrickt bist, dass die Menschen, die sich da auch so lange rein verstricken lassen, die haben sowieso schon ein gewisses Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Und wenn du dann immer ein Gegenüber hast, das dir ständig suggeriert und manipuliert, du bist schuld, du genügst nicht, ne? Du bist so und so, wenn du anders drauf wärst, dann könnten wir miteinander funktionieren, dass sie innerlich immer kleiner werden und sich so schuldig dann auch fühlen, die ziehen sich einfach den Schuh zu viel an. Und da ist die Falle. Deswegen sagt man ja auch oft den Betroffenen, sie müssen sich erstmal entschulden, also dass sie erstmal für sich klarer kriegen, dass das nicht alles zu ihnen gehört, dass sie nicht da schuld an allem sind, sondern dass sie auch eine sehr schwierige Persönlichkeit geraten sind. Und erst wenn sie das klarer haben, können sie auch, glaube ich, die Kraft finden, dann auf diesen Trennungsschritt zu gehen. Ja, das find ich auch ganz spannend. Ne? Also, solange man denkt, das ist noch meine Schuld, da klebt man ja auch an der Beziehung, ne? Und probiert alles Mögliche aus. Und Weil da darf ja auch dass die Hoffnung hängen. Genau. Wenn ich schuld bin und will diesen komischen Menschen unbedingt an mich binden, dann verbinde ich damit ja die Hoffnung, ich muss mich nur irgendwie gerade rücken und dann kriegen wir ein Happy End. Und das ist ja der große Trugschluss. Ja. Ja, ich habe jetzt auch mal von so Paaren gehört, wo wirklich beide an sich gearbeitet haben, also wo sie in so einer toxischen Beziehung waren, auch beide erfolgreich und hatten sie keine Anziehung mehr. Ne? Das finde ich so spannend, dass die Beziehung einfach, das ist wirklich so ein Trugschluss, ne? Dass man in diesen Beziehungen da irgendwie, weiß ich nicht, dass man da irgendwie auf Tag X wartet und dann ist alles gut irgendwie. Ne? Das ist einfach so eine Fantasiewelt. Ne? Das ist echt spannend. Ja, jetzt schreibst du ja ein Buch und hast ja diesen tollen neuen Podcast, Stahl aber herzlich, genau. Ja. Arbeitest du denn noch mit Klienten oder Klientinnen? Machst du noch Seminare oder bist du quasi nur noch am Schreiben und Podcasten? Also, ich habe nicht mehr so viele Klientinnen, aber ich habe immer wieder welche, weil ehrlich gesagt kriege ich nur mit den Klienten diese Tiefe hin. Und an dieser Tiefe lerne ich halt auch viel. Ne? Auch gerade wenn ich ein neues Buch schreibe, kann ich sehr viele meiner neuen Einsichten, meiner neuen Hypothesen eben auch an den Klienten überprüfen, beziehungsweise kriege ich durch denen die auch nochmal Inspiration. Das hört sich so geil an, ne? Weil eigentlich kommen der Klient zweimal, weil sie ein Problem haben. Und das hört sich ja so an, wie wenn ich die eigentlich nur für meine Zwecke ausmelke. Aber der schöne Nebeneffekt ist, dass die dann oft auch sehr profitieren von den Gesprächen. Insofern ja, klar. Profitieren wir dann halt eben beide davon. Aber weißt du, in Vorträgen und so weiter kriege ich ja nicht so diese Erlebnistiefe hin, wie wirklich in psychotherapeutischen Gesprächen. Und deswegen ohne meine Klienten würden meine Bücher, glaube ich, irgendwie flacher werden. Oder es würde ihnen so ein bisschen an Leben fehlen. Ja, ich finde auch, man lernt so viel von Klienten und manchmal haben die ja auch so Stories, wie man sie noch in keinem Film gesehen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man denkt, ey, wow, wie was für eine crazy Story. Ne? Sowas. Ja. Das ist ein Joma. Ja, was ich häufig gefragt werde, ist, so, jetzt haben wir ja Corona und was weiß ich, was sind denn eigentlich gute Dating-Vorschläge? Wo kann man daten? Wie soll man daten? Hast du da so eine Standardempfehlung? Oder? Nee, weil ich, das ist ja nun deine ureigene Domäne. Und da haben wir auch so ein schönes Unterscheidungskriterium, wo du einfach auch nochmal ganz andere Inhalte transportierst als ich. Weil ich gebe ja eigentlich überhaupt keine Dating-Tipps in dem Sinne. Du hast, ich habe ja dein Buch gelesen, auch so richtig handfeste Dating-Tipps, die ich auch irgendwie richtig gut fand. Oh, danke. Das ist cool. So unsichere Leute doch auch so richtig konkretes Handwerkswissen an die Hand. Ich habe mir gemerkt, es ist schon länger her, jetzt, dass ich mein Buch gelesen habe, und was ich sehr geil fand, dass du Männern geraten hast, sie sollen sich kurz fassen bei Textnachrichten und nicht so viele Emojis kommen. Das war so geil. Ja, cool, stimmt. Das ist normal. Ich komme wirklich ein bisschen männlicher rüber. Und wie handfest.
Ich dachte, ja Mensch, das sind doch auch viel verunsicherte Männer da draußen. Auch immer so starke Tipp von Mann. Ich war das richtig. Aber das ist so nicht mein Ding, weil ich gucke ja immer so nach den psychologischen Grundstrukturen und versuche ja immer mit den Leuten so klar zu kriegen, vor allem ihr Selbstwertgefühl, dass sie sich einfach okay finden, wie sie sind. Weil wenn du dich okay findest, wie du bist, im Großen und Ganzen, also deswegen musst du nicht perfekt sein und deswegen darfst du auch Fehler haben, dann bist du einfach mehr auf Augenhöhe. Und wenn du wirklich auf Augenhöhe bist mit deinem Gegenüber, dann bist du halt viel weniger geneigt, in denen irgendwas hineinzuprojizieren, was nicht zu ihm gehört. Also eine typische Projektion ist ja, wenn ich mich unterlegen fühle, wenn ich so ein, ich rede ja immer vom Schattenkind in meinen Büchern, also wenn meine innere Prägung so ist, dass ich mich leicht anderen Menschen überlegen fühle, dann sehe ich die ja schnell als überlegen. Das ist ja eine Projektion. Ich denke, die werden überlegen, und wenn ich die aber überlegen wahrnehme, dann löst das in mir eine gewisse Bedrohung aus. Ja, weil das bedroht meinen Selbstwert. Ja. Ja, weil der andere, der Überlegene, hat die Macht, das ist meine Projektion. Und damit der mir nicht wehtut, das ist jetzt wieder die nächste Projektion, versuche ich mich zum Beispiel besonders anzupassen. Also versuche mich so zu verhalten, dass ich dem anderen möglichst alle Erwartungen erfülle. So, das sind alles Projektionen, das läuft alles nur in meinem Kopf ab, weil mein Selbstwertgefühl nicht stabil ist. Oder wie ich sage, dieses Schattenkind, von dem ich immer rede. Und oder andere Sache, ich versuche vielleicht erstmal Erwartungen zu erfüllen, aber ganz schnell spüre ich halt so, dass ich darüber meine persönliche Freiheit verliere und vor allen Dingen, was Bindungsängstliche ja immer haben, die können ja innerlich ganz schlecht unterscheiden, was tue ich, weil du das erwartest. Und was will ich eigentlich? Ne? Also diese Unterscheidung, das vermischt sich ja so bei denen. Und dann kriegen die ihre Gefühle einfach nicht klar. Und dann funkt alles unklar in denen. Und dann wissen sie auch gar nicht, ob die verliebt sind oder ob es nur erwartet wird von ihnen, dass sie verliebt sind. Und dann haben die ja so ein Kuddelmuddel in sich und ziehen sich deswegen auch zurück aus der Beziehung, weil sie im Grunde auch keinen klaren Gefühlsausschlag haben, weil die nie wissen, was fühle ich und was ist das, was du eigentlich nur von mir erwartest. Und das sind ja immer so die Ebenen, an denen ich absetze. Ne? Also ich komme da einfach von einer anderen Ecke, insofern finde ich, ergänzen wir uns auch gut. Und wo du die Sachen, ich meine, darüber sprichst du ja auch, beziehungsweise schreibst du auch. Und das ist ja da, wo ich mal versuche, die Leute abzuholen. Je klarer du in deinem Selbstwert bist, desto mehr auf Augenhöhe bist und desto freier kannst du dich auch fühlen, auch wenn du mit jemandem zusammen bist, weil du ja nicht ständig das Gefühl hast, jetzt Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern dass du auch deine eigenen Wünsche haben darfst, dass du die auch vertreten darfst und deswegen aber nicht immer gleich das Gefühl hast, wenn ich das mal tue, dann werde ich verlassen. Ja, das ist doch schon ein guter Tipp, ne? Man selbst sein ist natürlich immer, ja, wer bin ich eigentlich? Ja, das geht halt am besten unter der Bedingung, dass man sich auch ganz okay fühlt. Ne? Wenn man das Gefühl hat, man ist so gar nicht okay, dann ist doch logisch, dass man versucht, irgendwie ein bisschen jemand anders zu sein. Und das ist aber auf die Dauer halt sehr anstrengend. Und deswegen fühlen sich auch Beziehungen für die Betroffenen so anstrengend an. Ja, ist witzig. Ich nenne das immer so den anderen auf dem Podest stellen. Ne? Das ist quasi andere Metapher für dieses Schattenkind, so, ne? Den anderen nach oben stellen als irgendwie so ein mythisches Wesen, was so was ganz Besonderes ist irgendwie. Ja. Das passiert ja automatisch, wenn man sich weniger fühlt und wo das auch ganz schnell passiert, wenn der andere die Beziehung kontrolliert, wenn der andere halt viel mehr Macht hat. Ne? Wenn der andere, ich sage mal, du hast einen Näheflüchter und du hast eine, ich mache jetzt mal dieses klassische Mann-Frau, einen männlichen Beziehungsflüchter und eine Frau, die den unbedingt an sich binden will, ist ja der sich nicht richtig einfängen lässt, der hat ja immer die Macht in der Beziehung. Ja. Deswegen ist er ja schon automatisch höher. Das ist, unser Gehirn funktioniert einfach so. Da können wir auch nicht gegen unsere eigene Evolutionsbiologie im Gehirn an. Ne? Der die Macht hat, ist einfach größer. Ja, ist so, auf jeden Fall. Ja. Ja, spannend. Ja, ich mache ja gerade so einen kleinen Ausflug. Ich gründe gerade so eine neue Dating-App mit so einer Softwarefirma. Bin mal gespannt, was da rauskommen soll. Ja. also das Soul-Matching und die soll so diese, ja, ich nenne das immer so Plus-Minus, ne? Diese Bindungsthemen mit einbeziehen und
Ja, auch was man anderen Apps so ablehnt, dieses, dass man das Gefühl hat, man wird da so irgendwelche, weiß ich nicht, manipuliert oder irgendwelche Verträge gebunden. Einfach so, ja, für Leute, die das Gefühl haben, so, jetzt hat man an mir gearbeitet, jetzt will ich mal jemand Neues kennenlernen. Wo kann ich das denn machen? Da bauen wir gerade was zusammen. Ey, das ist aber ein ganz schönes Unternehmerisches Projekt. Was sagst du das? Ich häng da jeden Tag stundenlang dran. Ich habe so eine super... Glückwunsch und auch ganz schön Respekt. Ja, danke. Aber das ist ja schon... das stelle ich mir nicht ja, vor. Das ist vor allem mal ganz anders mit so... Geschäftsleuten und Softwareentwicklern zusammenzuarbeiten. Die haben so einen ganz anderen Style irgendwie so, ne? So ein Linkshirn irgendwie. Also, das ist schon. Aber mal gucken, was draus wird. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Coole Idee, aber. Ja, finde ich auch. Das ist echt spannend. Was ich dich mal fragen wollte, genau, wie geht's dir denn so? Du bist ja auch, wenn ich das so richtig verstehe, mehr so in der praktischen Psychologie, nicht so in der akademischen. Nimmst du da manchmal auch so wahr, dass das so zwei Welten sind, die manchmal gar nicht, weiß ich nicht, manchmal auch ganz schön weit voneinander entfernt sind, so diese Universitäre und diese von den Praktikern? Oder hast du das Gefühl, kriegst du das ganz gut connected sozusagen? Also ich verstehe mich ja immer so ein bisschen als Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, okay. Weil ich ja immer an mich so auch diesen wissenschaftlichen Anspruch habe und halt auch wirklich so als studierte Psychologin diesen Anspruch habe, dass das einigermaßen fundiert ist, was ich da alles erzähle. Und deswegen bin ich auch immer ziemlich im Kontakt mit der Fachliteratur, zumindest was die Themen angeht, über die ich schreibe. Und natürlich ist wissenschaftliche Forschung was völlig anderes als Psychotherapie. Also wissenschaftliche Forschung ist ja auch viel Grundlagenforschung und so. Und die sind natürlich auch viel langsamer, weil die müssen ja alles belegen und erforschen. Ich sage mal, wenn ich alles belegen müsste, wirklich forschungsmäßig, ja, Wahnsinn, ne? Im Setting, Forschungssetting, dann müsste ich ungefähr noch 2000 Jahre leben, langsam geht. Da bist du diese ganzen Bedingungen und so. Ne? Und deswegen liebe ich es eben auch, wissenschaftlich schreiben zu dürfen, weil dann kann ich frei denken. Und wobei auch meine Bücher viel von Kollegen und so weiter gelesen werden. Ja, davon bin ich überzeugt. Kollegen haben ja auch Probleme, ne? Genau, das auch Beziehungsprobleme vielleicht. Und ja, davon gehe ich aus. Ja. Wie siehst du denn so eigentlich, hast du das Gefühl, dass sich so Liebesbeziehungen irgendwie in eine bestimmte Richtung entwickeln? Wir haben ja jetzt so, wenn ich da so an, weiß ich nicht, Generation meiner Kinder denke, die sind jetzt so um die 20, also da ist das ja teilweise viel lockerer und man bindet sich gar nicht mehr so richtig. Wie siehst du das so? Hast du das Gefühl, da ändert sich was an den Strukturen so grundsätzlich? Also ich bin mir nicht so sicher und ich habe da auch nicht so viel Forschung an der Hand, beziehungsweise Forschung, die ich gelesen habe, sagt, dass die Leute auf jeden Fall nicht bindungsunfähiger werden. Das würde mich jetzt persönlich ein bisschen überraschen, weil Bindungsfähigkeit entsteht ja im Elternhaus und nicht im Internet oder beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass das Internet mit seinen 30 Jahren Billionen von Jahren von Genen zerstören kann, weil die Evolution, die ist ja so wahnsinnig langsam, die hat bis heute noch nicht mal kapiert, dass wir Kühlschränke haben, dann wird sie schon lange nicht verstehen, dass wir ein Internet haben. Da muss ja immer noch jede Kalorie in Fett konvertiert werden, das ist ja wirklich zum Kotzen. Und dann versteht die Evolution auch nicht, dass wir ein Internet haben. Sprich, unseren tiefen genetisch bedingten Bindungswunsch, der ist ja genetisch bedingt, der ist einfach nach wie vor da und das menschliche Programm ist ja schon, zumindest nach dem aktuellen Stand der Forschung, so, dass wir uns wirklich binden, dass wir uns auch verlieben, damit wir uns mal entscheiden, an wen wir uns binden und dann auch diese längerfristigen Bindungen eingehen können, weil die kleinen Menschenkinder halt so lange brauchen, bis sie groß sind und die gedeihen halt am besten in Familienbanden und Beziehungen, deswegen haben wir Menschen diese Fähigkeit, uns lange zu binden. Und ich denke, dass wir diese Fähigkeiten nach wie vor haben, dass wir auch die Sehnsucht haben. Und ich erlebe auch in meinem Umfeld sogar eher, dass die jungen Menschen sich früh binden und ewig zusammenbleiben, sogar heiraten. Ah, cool, also ich kenne nicht wenige, die ihren ersten Freund heiraten, was ich echt krass finde. Also gut, ich wohne ja jetzt hier in Trier.
Ist vielleicht ein bisschen anderes Umfeld als Berlin. Berlin war ja schon immer so die Hauptstadt der Singles und so Ja, weiter, stimmt. ne? Aber ich erlebe eher jetzt, dass die Leute sich früh binden, was ja auch vielleicht so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis in dieser insgesamt sehr unsicheren Welt bedient. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich halt, dass vor allem die Frauen viel, viel sexuell freier sind. Viel freier. Und dass sie mindestens mit den Männern gleichziehen, wenn nicht zum Teil jetzt Ja, überholt. glaube ich auch. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit meinem Neffen, der ist jetzt so Mitte 20, ein verdammt gut aussehender Kerl und ein Freund von ihm. Und die haben sich darüber beklagt, sie könnten kaum noch in die Kneipe gehen, weil die jungen Frauen sexuell sind. Was? Ich dachte, ihr fallt die Ohren. Oh, das Das Problem hätte ich früher auch gerne mal gehabt. Genau, das war ja früher anders, ne? Schöner Neffe sagt, er kann ja kaum an Tresen gehen, ohne schon direkt einen Dreier angeboten zu bekommen. Wahnsinn. Und er fände das, das war jetzt vor Corona die Unterhaltung, er fände es zum Teil furchtbar anstrengend, die sexuelle Aggressivität der Frauen. Und eigentlich wäre er doch noch so ein bisschen oldschool, dass er auch eine Frau ganz gerne mal erobern wollte. Und also die Frauen sind so oder so viel freier geworden. Finde ich insgesamt eigentlich auch Ja. eine positive Entwicklung, muss ich sagen. Und dann stelle ich fest, dass die jungen Leute engere Elternbindungen haben. Die stoßen sich oft nicht mehr so ab vom Elternhaus. Also die Eltern werden immer mehr zu Freunden. Ja. Und ich glaube, wenn du so im warmen Nest bist, ist vielleicht auch das Bedürfnis, eine Liebesbeziehung einzugehen, gar nicht so hoch. Weil es geht ja auch viel bei Bindung und Beziehung ein bisschen darum, dass man nicht so gerne allein sein will, ne? Und wenn das durch so viele andere Bindungen und bedient wird, ne? Und dass du auch ständig connected bist, weil du ja skypen und chatten, was wir ja in unserer Jugend nicht so zur Verfügung hatten, ne? Das gab es ja alles gar nicht. Also die sind schon sehr gut eingebunden und haben deswegen zum Teil vielleicht auch nicht so einen Drang, weil sie sich auch gar nicht so allein fühlen oder so eine feste Beziehung einzugehen. Aber insgesamt glaube ich, aber das ist Glauben, im Grunde müsste ich da mal wieder echt die Nase in die Studien stecken, sind die festen Beziehungen nicht weniger geworden. Also ich kenne nicht, wie gesagt, nicht wenige, die sich früh binden und sehr lange binden auch. Ewig binden. Also wirklich ihren ersten Freund oder ihre erste Freundin heiraten. Ja, spannend. Ja. Ja, stimmt. Das jetzt, wo du es sagst, habe ich auch das Gefühl, dass es einfach mehr Variabilität, vielleicht gibt es auch mehr Variabilität, ne? Dass manche leben irgendwelche Also, offene Modelle, ja, manche das, ne? Genau. ich sage ja immer, die Beziehungsangst, das ist nicht mehr geworden, sie ist nur besser sichtbar Ja, das geworden. Immer glaube noch für 20, 30 auch. Jahren Ja. oder noch länger. Ja, irgendwie, da gab es stärkere gesellschaftliche Normen. Und heute kann jeder machen, was er will. Jeder kann auch zu allem stehen, ne? Und heute wird sich ja schon beschwert, dass es keine Toiletten für das dritte Geschlecht gibt. Also da sind wir mit unserer Toleranz, was ja auch okay ist, da kann Ja. man mal sehen, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Das heißt, und jeder kann heute sagen, ich habe Bindungsangst oder ich bleibe lieber Single. Also, und früher sind solche Leute halt oft in Beziehungen oder auch Ehen verschwunden und sind nach außen hin nicht so aufgefallen. Also ich denke, die werden einfach besser sichtbar als früher. Ja, das glaube ich auch. Also, da hätte auch früher bestimmt genauso viel Fremdgehen gegeben und ich weiß nicht was und ja, Kaputte Beziehung. Vor kaputte allen Dingen die Frauen Beziehungen. waren ja abhängiger, wirtschaftlich Ja. auch. Wie viele gute und unglückliche Ehen gab es und die sind aber Genau. zusammengeblieben. Heute sind das die Leute, die da sagen, ja, früher hat man sich nicht so schnell getrennt. Früher sind wir zusammengeblieben. Ja. Aber wie beschissen die Beziehung war, wie die Kinder drunter gelitten haben, wo die Kinder gesagt haben, es Das geht ist nicht, echt so kann ich kann das ja witzig. nicht. Ja. Das wird ja natürlich nicht miterzählt. Da ist doch so. Ja, ist wirklich so. Aber es ist wirklich genau, wie du sagst. Genau, dann es ist es so eine Leistung, dass man so lange zusammengeblieben ist. Aber genau, welchen, also was das alles angerichtet hat, da gucken wir dann drüber weg. Ne? Ja, das ist wirklich so. Ja, warum fällt es denn eigentlich Menschen so schwer, sich zu reflektieren? So ist ja immer so leicht, den, soll ich mal sagen, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, mal den eigenen Holzbalken, ne, den sieht man so geflissentlich. Was denkst du, warum ist das so schwer, ne, dass wir
uns. Also manchen fällt es ja ganz leicht und die machen das wahnsinnig gerne. Weißt du, Christian, ich komme immer mehr dahinter, so im Laufe meines Lebens, meiner Arbeit. Ich habe ja auch, kennst ja wahrscheinlich auch diesen Persönlichkeitstypentest, ne? Man so feststellen kann, was für ein Typ man ist von Geburt an. Wenn das übrigens interessiert, könnt ihr mir einfach mal auf der Homepage gucken, kostet auch nichts, was ihr für ein Persönlichkeitstyp seid, von Geburt an mal, abgesehen davon, was die eigenen Eltern verbrochen haben. Und da gibt es einfach gewisse Typen, denen ist die Selbstreflexion in die Wiege gelegt. Die lieben das und die können sich ein Leben ohne Selbstreflexion auch gar nicht vorstellen. Und gibt es andere Typen, denen liegt das nicht so. Die haben ihre Interessen, ihre Fähigkeiten irgendwie auch in ganz anderen Bereichen. Die sind mehr in der äußeren Welt verhaftet. Und das meine ich nicht wertig, das meine ich wertfrei. Weil die Menschen brauchen wir auch, die braucht die Gesellschaft auch. Die haben da nicht so eine Beziehung zu. Das heißt, denen fehlt es schon mal per se schwerer, so mit der Selbstreflexion, das ist das eine. Also ich merke wirklich, ich glaube, dass diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, wie so vieles, eine Frage auch der Begabung zum Teil ist. Bin ich mal, irgendwann habe ich das so beobachtet, ne? So wie man ein musikalisches Talent hat oder ein mathematisches oder ein sprachliches. Spannend. So kann man auch ein gewisses Talent zur Selbstreflexion haben. Und die das haben, die nutzen das auch weit und breit aus. Die machen das total gerne. Die unterhalten sich auch wahnsinnig gerne über so persönliche Themen. Und die anderen sind halt mehr sachorientiert und haben mehr Sachthemen drauf und so. Das ist auch okay. Und es kommt noch eine zweite Sache hinzu, dass es ja auch ein bisschen Angst machen kann, weil Selbstreflexion heißt ja auch öfter, man muss sich mit schmerzlichen Themen mal auseinandersetzen, sich unangenehme Wahrheiten eingestehen, also das kann ja auch richtig wehtun manchmal. Ne? Also so. Und das dritte Aspekt ist, Reflexion hat ja auch was mit Reflektieren zu tun, das heißt, es ist natürlich auch leichter mit einem guten Gegenüber oder mit einem guten Buch, dass man überhaupt mal so eine Idee hat, worüber soll ich eigentlich nachdenken. Da müsst ihr erstmal so Ideen auch entwickeln, wo die Reise eigentlich hingehen könnte. Ja, spannend. Ja. Ja, das stimmt. Es gibt Menschen, die mögen das total gerne. Stimmt. Ich weiß, es ist echt so eine Persönlichkeitstypensache. Ja. Okay, was wollte ich denn noch fragen? Was hältst du denn, das ist ja so eins meiner Lieblingsthemen, muss ich gleich vorab sagen, was hältst du denn von diesem ganzen Gendern? Also dieses so, Männer und Frauen sind gleich, also wir stehen immer ein bisschen die Haare zu Berge, aber genau, wie siehst du das Thema so? Also ich habe mal, jetzt bin ich wieder ein bisschen am Schwimmen, weißt du, ich habe das jetzt, ich bin ja immer so die Freundin der... soll nicht alles meine persönliche Meinung sein, sondern Wissenschaft. Und da gibt es ja wirklich auch einiges an Wissenschaft, dass wirklich rein von der Genetik her die Unterschiede viel kleiner sind als bisher angenommen. Das Buch hat irgendwie den Titel irgendwas mit blaues Bändchen oder rosa, ich weiß es nicht mehr genau, amerikanische Forscherin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was alles Sozialisation ist. Also man, überraschenderweise ging man davon aus, dass mehr Sozialisation ist als bisher gedacht. Das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht angenommen, weil von meinem ganzen Gefühl würde ich eher sagen, vieles ist auch genetisch. Ja, würde ich gegeben. Auch sagen, ja. Und vieles ist so ein bisschen in die Wiege gelegt und vieles wird ja auch erklärt mit der Evolutionsbiologie, warum die Frauen jetzt mehr das Bildungsthema haben und die Männer mehr das Thema und. Und das macht auch alles wahnsinnig viel Sinn und deswegen war ich überrascht über die Forschung und ich glaube tatsächlich, wie so vieles, ist es einfach noch nicht so richtig klar. Also da sind wir alle noch so ein bisschen, also rein wissenschaftlich glaube ich, ist das noch alles nicht so ganz geklärt. Ja, ist spannend mit den Genen. Ich habe jetzt sogar mal, witzig, ich habe glaube ich sogar, aber vielleicht bin ich da auch nicht so auf dem Stand, gehört, dass der Genunterschied zwischen Männern und Frauen teilweise größer ist als zwischen Männern und Schimpansen oder so, keine Ahnung. Schlecht vorbereitet sind. Du sollst nicht vorher in die Forst gucken, bevor du sollst. Ich spreche für. Kannst du mal bitte das Thema wieder in alles klar, mach ich. Ja, genau. Ja, du hast ja eben so was Spannendes erzählt. Vorher, da wollte ich mal fragen, bei deinem Podcast, da kommen ja so spannende neue Menschen. Willst du das nochmal ein bisschen erzählen? So? Wer da rein? Da bei Herzen? Ja, genau. Ja,
Das ist ja ein richtiger Psychotherapie-Podcast, ja. Also wo ich echt genial therapeutische Gespräche mit den Leuten führe. Also ich rede ein bisschen mehr, also mehr, als ich es in einer normalen Psychotherapie tun würde, weil ich will die Hörerinnen und Hörer ja auch ein bisschen abholen in den Gesprächen, damit allen so auch ein bisschen klar ist, was passiert denn jetzt hier eigentlich und warum mache ich das jetzt gerade, was ich mache. Und meine Klienten sind halt ganz normale Leute, also Singles, Paare mit unterschiedlichsten Problemen. Und wir haben vorher natürlich ein bisschen gecastet, dass sie deutlich sprechen und okay, dass man ihnen gut folgen kann. Ne? Das sind schon so Kriterien. Und aber auch der ein oder andere Promi. Und dabei war ja jetzt mit ziemlich am Anfang der Michael Nassel, der so spannend Generation beziehungsunfähig geschrieben hat. Und der war ja auch bereit, mit mir ein psychologisches Gespräch zu führen. Das ist zwar ganz spannend. Ja. Super. Ja, wir sind gespannt. Ich habe ja was du auch eben erzählt, dass da vielleicht noch ein paar YouTube-Stars kommen. Wir sind gespannt, wer das sein wird. Das, ja, wir sind fleißig Promis am Casten. Also eins darf ich schon verraten, in der nächsten Staffel kommt auch der Atze Schröder und noch ein paar andere super bekannte Leute. Cool, ja. Wenn ihr noch Fragen habt an Steffi, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder ja, an meine E-Mail-Adressen oder meine Website schicken. Wir wollen nämlich noch eine zweite Runde machen. Da wird die Steffi bestimmt die ein oder andere Frage dann beantworten. Ja. Genau, Hörerfragen, das mache ich immer sehr gerne. Ehrlich, ich liebe ja, das. Ja, ehrlich, ne? Das mag ich auch an YouTube, so dieses Direkte da, ne? Das ist einfach total cool, ey. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Steffi, dass du mal eine kleine Pause genommen hast von dem Buch. Hat super Spaß gemacht, also ich habe es sehr genossen, muss ich wirklich sagen. Okay, alles klar, tschüss dann, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.